Hallo, ich möchte euch heute ein kleines Video zeigen. Mit der Oculus Rift VR-Brille möchte ich gerne einen kleinen Shooter spielen. Hydra Deck kombiniert mit den Razer Hydra 2 Motion Controller. Wollte ich euch einfach mal zeigen, was mittlerweile schon so möglich ist und welche Welten man abtauchen kann mit der neuen Oculus Rift. Also, ich setze mir das Teil mal auf. Die Controller habe ich bereits kalibriert. Bin ich schon dabei. Meine Controller in die Hand. Der rechte Controller ist meine Waffe. Der mittlere, den halte ich hier hoch, den kann man natürlich auch festschneiden. Der ist mein Körper, der zeigt meine Körperbewegung. Wenn ich jetzt in die Hocke gehe, gehe ich auch im Spiel in die Hocke. Ne? Schaue hier rum. Ich kann wahrscheinlich mal tippen können, seht ihr meine Waffe. Mit dem rechten Stick kann ich die steuern. Das soll ich erkennen, ne? Wie sich bewegt. Man kann nochmal reingucken in die Waffe. Ja. Ja, gut. So, dann kann ich natürlich andere Waffen wählen. Ein kleines Laserschwert gibt es auch noch. Ja, also das ist inzwischen sehr interaktiv. Man taucht richtig in die Welt ein. So, jetzt reduzieren wir auch. Gehen wir mal vor, mal gucken. Ich habe das Spiel nicht wirklich getestet. Also nicht lachen, wenn ich hier jetzt total abkacke. Also mal steuert sich doch ganz anders, wenn man mit der Maus davor steht. Kann man Ecke schießen jetzt zum Beispiel? Ich meine, ihr seht das ja nicht richtig, ihr seht das kleine Bild, aber ich für mich, ich sitze da hinter so einem Meter kleinen Karton oder Kiste hier und verstecke mich da. Ich gucke um die Ecke vor. Das ist natürlich schon ziemlich genial. Wieder! Ist ein Lehrer schon drin? Gibt es denn hier auch Typen, die angenommen sind? Wieder! Uiuiui! Kann man natürlich dahinter gehen? Ich gucke einfach mal drüber. Wird auch ziemlich toll gemacht. Jetzt gleich gebe ich von denen eine Güte. Okay, Mann. Eieiei. Noch einer. Wer hat noch nicht? Du. Pass auf, der junge Luke ist zurück. Okay, traut sich aber nicht wirklich. Okay. Komm vor. Wer wohnt denn hier?
angekommen. Einfach mein Hocker weg. Das passiert ja nur woanders, schon ein bisschen in einer anderen Welt. Hier rein. Geht die Frage, wie kann ich das öffnen? Ah, da haben wir mal. Ja. Ich gebe mir das aber gut. Ist. Ich wollte euch da bloß nur kurz zeigen, wie das dann funktioniert. Bin ich überhaupt noch nicht im Raum? Oder muss ich jetzt rein? Ne, das war ein kleiner Fehler. Gut, den nächsten Teil sage ich euch gerne später nochmal. Wir denken, dann taucht ihr in eine komplett neue Welt ein. Mit Oculus Drift. Und das Geile sind natürlich erst die Motion Controller, dann wird es erspannt. Also mit dem Oculus Drift und mit der Maus spielt, ja, da fehlt ein bisschen das Gefühl, aber hier habe ich meine Knappe in der Hand, feuere ab. Das ist doch klasse, oder? Großes Kino. Das ist die Zukunft in meinen Augen. Dass man hier noch dran gefeilt wird ein bisschen, ist das richtig toll. Die Motion Controller, die Razer Hüter gibt es ja schon einige Zeit auf dem Markt, aber eigentlich gab es nie Anwendungsmöglichkeiten, aber jetzt bin ich Oculus Rift, das ist natürlich perfekt. Gut, Freunde der Nacht, das soll es gewesen sein. Tauchen wir mal zurück in meine Welt. Wem es gefallen hat, abonnieren meinen Kanal. Ansonsten, ja, auf meine Seite vorbeischauen und wünsche euch, wenn ich mal ein anderes Spiel oder eine andere Demo fürs Oculus Rift testen soll, einfach her damit. Das soll es gewesen sein. Ciao.